Hi, hier ist Gerd von Curved und ich bin in Berlin, um mir von HTC das neue Smartphone vorstellen zu lassen, das HTC One. Nicht neu? Doch neu. Denn HTC hat das One überarbeitet, in der Version M8 habe ich es mal mitgebracht und ich stelle es euch mal vor. Ganz cool sind die an der Gehäusevorderseite angebrachten Lautsprecher, die jetzt nochmal im Gegensatz zum Vorgängermodell verbessert wurden. Jetzt werden nicht nur die Mitteltöne immer angehoben, sondern auch noch hohe Töne, tiefe Töne, der Sound ist besser. Laut HTC soll es sogar schon transportable kleine Boxen ersetzen können. Auch cool, das Gerät hat jetzt zwei Kameras. Das eine ist die normale Kamera, wie immer relativ wenig Megapixel, aber Ultrapixel sozusagen. Das heißt, fassen mehr Licht auf, sollen bessere Bildinformationen verarbeiten. Und eine weitere Linse, und zwar ist es eine sozusagen Tiefenmesslinse. Damit kann ich Bildinformationen mit abspeichern, die es mir ermöglichen, die Schärfe an verschiedenen Punkten je nach Belieben zu verändern. Heute gefällt mir vielleicht die eine Person im Vordergrund. Nächste Woche habe ich mich von da getrennt und möchte vielleicht eine andere Person im Vordergrund haben. Ganz einfach. Ich suche mir jetzt hier ein Bild aus und drücke einfach mal drauf. Ich habe also das Foto gemacht und gehe dann in die Bearbeitung rein, gehe auf Bearbeiten, suche mir Effekte aus und wähle den Fokus aus. Man kann jetzt entscheiden, ob ich die Kamera auf die Flasche gerichtet habe oder hinten vielleicht auf die Fotos gerichtet habe. Das ist eine sehr schöne Funktion, um ja, vielleicht Fotos auch nochmal ganz besonders zu machen oder auch später noch zu verändern. Das kann ich nämlich jederzeit mit dem Originalbild wiederholen, weil die ganzen Informationen zu diesen Bildtiefen im Bild integriert sind. Das Lustigste ist eigentlich das Aufwecken. Ich brauche keine Taste drücken, sondern ich wische einfach über das Display. Und je nachdem, von welcher Richtung ich wische, wecke ich eine von mir ausgesuchte Anwendung auf. Das Gerät ist burstet. Das heißt, es wurde vorher auf Hochglanz poliert und ein bestimmtes Verfahren unterzogen, dass ich dann ganz kleine Streifen sehen kann. Es ist eine sehr besondere Optik, aber auch eine tolle Haptik. Ich habe nämlich dadurch ein wirklich schönes Telefon in der Hand und es fühlt sich auch noch schön an. Wenn ich mein Telefon schützen möchte, kann ich mir noch ein zusätzliches Cover kaufen. Dieses smarte Cover hat einen NFC-Chip integriert. Stecke ich das Telefon ein, ist es automatisch sozusagen mit dem Telefon bekannt und jetzt kann ich ganz tolle Funktionen aufrufen, nämlich zum Beispiel, ohne das Cover zu öffnen, kann ich anschauen, wie spät es ist. Ich sehe, welches Wetter wir haben oder ich sehe, wenn mich jemand anruft. Das probieren wir gleich mal aus. Und jetzt der beste Clou. Das Telefon erkennt auch, dass ich an das Telefon gehen möchte und durch die Handbewegung bin ich sofort im Gespräch. Die vordere Kamera ist deutlich besser geworden, hat jetzt 5 Megapixel und eine Weitwinkelfunktion. Ich starte sie ganz einfach, indem ich das Telefon hochhalte, auf die Lautstärkewippe trippe, kurz über den Bildschirm streiche und dann habe ich den Selfie-Modus. Und dann einfach nur auslösen. Fertig. Ist das Bild. Ganz spannend ist Blinkfeed. Ich habe diese Funktion so belegt, dass ich einfach über das Display streiche und schon starte ich das. Es ist eine Funktion wie so eine Art Google Reader oder News Reader, den ich aber frei belegen kann. Und zwar speist es sich aus verschiedenen Inhalten, die ich über eben halt unter anderem Google beisteuere. Über 1 Million Nutzer gibt es schon weltweit und ich habe so quasi meine eigene Tageszeitung. Jederzeit aktuell und sieht auch dazu noch ganz spannend aus. Heute konnten wir euch das HTC One M8 nur kurz zeigen, aber kein Problem, auf Curved wird in Kürze der Langtest zu sehen sein.